So, wir gucken mal. Wir haben einen interessanten Early Shop. Amulet of Alchemy. Ein Gubert. Nehme ich Gubert mit, auf jeden Fall ich das mit. Alchemie-Amulett ist wichtig. Es kann witzig sein. Nehmen wir den Gubert mit, Leute. Wir hätten sogar. Ja, Gubert haben oder nicht haben. Rein damit. Mit dem Limit. Wir können ihn zwar nicht wirklich triggern, aber. Gib ihm. Blaubeere, Banane. Okay, nächste Runde können wir ihn triggern. Oh, den Stein. Den Stein, Stein, Stein. Stein nehmen wir noch mit. Der Stein kann nämlich helfen. Na, da ist auch ein Trigger. Wirf mal am Anfang rein den Stein und dann ist er getriggert. Wir haben ein Amulett auf Alchemie. Das gibt uns ein paar Buffs. Das ist ganz nett. Drei random Buffs am Anfang. Was sehr, sehr stark sein kann im Early Game. Aber wir haben keine zwei Waffen. Und normalerweise, wenn du diesem Game ohne zwei Waffen startest, erste Runde, hast du meistens verloren. Two Weapon Early Game sind sehr, sehr gut. Ich habe eine Waffe, so eine halbe habe ich. Ein AP. So, Gubat ist getriggert. Sehr gut. Gubat ist aktiv. Jo. Und das da rein. Wir bräuchten. Ganz aktiv ist er noch nicht, ne? Hier wäre Sand. Die nehmen wir mit. Und dieses Ding, das Alchemie-Amulett, macht es nämlich, wir haben eine Chance, dass wir den gleichen Effekt nach 3 Sekunden nochmal bekommen. Ist ganz cool. Dann würde ich Gubat so triggern, glaube ich. Ich glaube, das ist so am besten. Ist eigentlich ganz lustig. Ich habe es bisher noch nicht wirklich spielen können, aber mal gucken, es bietet sich an. Und dann vielleicht zusammen mit dem Nature Band oder vielleicht mit einem Bloodborne oder so. Irgendwie sowas eventuell. Der Gegner hat eine Heilung durch Banane, aber ich habe auch eine Banane. Und ich habe einen Gubat. Bong. Und ich habe mich noch nicht geheilt. Ich kriege nochmal 12 hiervon. Immer noch nicht geheilt. Jetzt kommt's. Bam. Und jetzt seht ihr das Amulett. Da fliegt gleich so ein kleines Ding raus. Wenn es prockt. Kam nicht und das fliegt dann zum Trank hin. Wir bauen den Trank hier. Sehr gut. Banane packen ein. Jeden Fall die Bananen dahin. Banane hier hin, der dahin. Und der kommt hier rein. Und der da und jetzt habe ich kein Gold mehr. Kein Platz. Glaube, wir machen es lieber so, oder? Und der kann da nicht raus. Ich denke, so ist es am stärksten. Will ich die Öllampe mitnehmen? Ich reserviere mal die beiden Dinge hier. Wir brauchen dringend noch eine Waffe, ne? Ganz, ganz dringend. Wir haben gar nichts an Waffen. Also ich werde jetzt versuchen, mich einfach mit Tränken erstmal zuzuballern. Und dann schauen wir weiter. Bisschen Fatigue Damage. Das überleben wir. Wunderbar. Der erste gute Trank ist auch schon dabei. Das hat jetzt ein bisschen gerappelt. Wir brauchen dringend Space. Ganz dringend.
Lassen wir den vielleicht draußen. Machen den erstmal mit rein. Ich brauche so dringend Platz, Leute. So, so dringend. Ja, ich glaube aber so ein Blattthorn würde funktionieren, oder? Wenn man das mitnimmt. Ich weiß nur nicht, womit man das kombiniert dann. Na, mein Trank hat sich leider nicht doppelt aktiviert. Ne? Auch wenn die Chance relativ hoch ist. Boah, die doppelte Waffe mit doppelt der drei Waffen der Gegner. Mit zwei Redstones. Die tut richtig weh, ne? Und ich habe nur meinen Hammer. Und der auch schon 11 Damage hat. Not bad. Aber wenn du keine Waffen stacks im Early Game, so wenig Chancen. Hier wäre es tatsächlich schon. Das hauen wir schon mal mit rein. Der kann weg. Noch ein Healing Herb. Nein. Und wir haben jetzt eigentlich schon ein paar Herzen, die er benutzen kann. Das Schwert hier. Weil die Herzen kommen ja durch den Trank. Wenn wir down droppen, kann der die umwandeln in Vamp. Da ist so die Idee dahinter. Die Frage ist, reicht es eine Item? Zack, damit drei Herzen und jetzt werden sie umgewandelt. Und der Schaden wird erhöht bei dem hier. Oh, da ist sogar doppelt geprockt, der Trank. Je nachdem, wie viel Healing du hast. Nehmen wir eine Tasche mit. Nochmal Herbs. Ich würde die beiden, glaube ich, durchbuffen hier. Damit bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem Gubat. Und ich bräuchte jetzt gleich noch einen... Okay, Moment, was nehme ich mit für... Ich könnte Shaman nehmen. Shaman macht immer Sinn eigentlich, ne? Dann brauchen wir aber auf jeden Fall eine Box of Riches. Obwohl, wir können auch einfach normale Dinge reinballern. Aber wir brauchen irgendwie Luck. Vielleicht nehmen wir auch keinen Shaman. Mal gucken. Mal sehen, wie wir es machen. Envil würde ich, glaube ich, nicht fühlen. Vielleicht die Hunde, die wären was. Die Hunde könnte man theoretisch nehmen. Die gehen immer. Der Gegner hat einen Knoblauch, ne? Und Knoblauch ist ein Item, was man Early Game bekommt, aber was sehr, sehr gut ist, weil es einfach einen Vamp runternehmen kann. Nicht eine hohe Chance, aber es kann es runternehmen. GG, das geben wir auch. Wunderbar. Boah, warte mal, wollen wir direkt ein Blattthorn bauen? Oh ja. Definitiv. Da bauen wir sowas von. Den nehmen wir auch mit, weil wie gesagt, wir gehen ja auf diese ganzen Tränke. Ne? Perfekt, hier ist noch so ein Trank. Nehme ich eine Banane raus für den hier. Ne? Wie legen wir den Lümmel hin? Da treffen sie beide, aber die müssen übereinander sein. So. Der geht auf den, der geht hier. Und die nehmen wir auch gleich mit für den nächsten Stack. Die müssen nämlich übereinander sein, weil wenn der untere aktiviert wird, wird automatisch der obere aktiviert. Mit dazu. Was natürlich ganz nett ist. Okay, dann haben wir schon mal Blattthorn. Dann gehen wir auf jeden Fall auf die Pets. Definitiv. Weil dann können wir vielleicht ein paar Igel reinballern. Nein, ich habe doch gar keinen Igel. Ich habe doch Hunde. Bin ja gar nicht der Ranger. Dann können wir Hunde reinballern. Ist auch okay.
Aber gerade sieht es noch ganz gut aus. Ne? Guck mal. Ist sogar im Angebot. Ne? Rein damit. Und ein Doggy. Wunderbar. Die Frage ist halt, brauchen wir... Wir werden niemals Stamina Probleme haben. Ne? Die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Stamina wird gar kein Problem sein. Die nehmen wir mal mit, weil dann können wir vielleicht damit noch... Und den Hundi will ich auch mitnehmen. Mana brauchen wir auch nicht. Hundi machen wir so. Ja. Und die hier. Also wenn der hier aktiviert wird, wird der aktiviert, wird der aktiviert. Macht Sinn, oder? Und dann gehen wir jetzt auf Lifesteal. Ah, ich werde Hunde reinballern und Lifesteal. Das ist meine Idee jetzt. Und Katzen brauchen wir dann auch noch, ne? Eigentlich. Und das Ding ist mit dem Trank, der sollte sich normalerweise nie aktivieren, weil wir 45 Rüstung brauchen. Right? Aber so wie ich es verstanden habe, wenn der aktiviert wird, wird der auch deaktiviert. Obwohl die Rüstung nicht da ist. Guter Damage. Sehr guter Schaden. Leute, der Damage. Holy moly. Ah. Nehmen wir den mit. Debuffs glänzen. Sehr teure Trank. Ne? Sehr teuer der Trank. Pack ihn mal ein. So, hier ist sehr, sehr guter Speed für meine... Wir nehmen ihn mal mit. Guter Speed für meine Waffe. Und aus dem Gubat würde ich gerne einen Blattgubat bauen. Das wäre schön. Vielleicht bekommen wir das hin. Den Lümmel hier. Den Blattgubat hätte ich gerne. Ein Gegner, einen Weapon-Stack. Ich glaube, so ein Debuff-Trank ist gut, ne? Den lassen wir mal drin. Oh, sehr dicker Damage, der hatte. Sehr, sehr viel Schaden. Hat der irgendwie mein ganzes. Der hat mein ganzes hier Lifesteal entfernt, ne? Man merkt's. Da kommen die Tränke. Gesehen, die Rüstung kam mit rein. Und wir haben ihn. Wunderbar. Und ich bin ganz schön hohl, weil ich muss den Poppy umbauen. Nicht meckern, bitte. Mein Hallo Purples. Okay, noch ein Alchemie, bitte. Yo. Another one. Ein Puppy. Wow. Puppy, Sie dürfen rein. Gönnen Sie sich. Okay, die Blüte. Habe ich den gar nicht gebaut hier? Achso, habe ich jetzt gebaut. Erst. Ich überlege, wie ich die weghaue. Die ist nicht wert, Leute. Sorry. Na gut. Ja, die Tränke haben wir jetzt. Wir haben eine richtig dicke Chance, dass sie zweimal stacken. Und wir bekommen eine Menge Buffs am Anfang von dem Amulett. Oh, der hat einen Frozen Blade. Oh, oh. Das macht gut Damage. Bitte, bitte. Meine Tränke müssen gleich richtig carryen, Leute. Und wenn ich 10 Debuffs habe, habe ich ja den Debuff-Trank. Fällt mir gerade auf. Debuffs, bitte. Leute, die counter ich auch komplett weg, ne? Nee, ich komme nicht aus Leipzig. Sorry. Bin aus Berlin. Okay, sehr, sehr gutes Set. Wir haben Papio, Tascho und Blutgubert. War eine Chance. Eine Chance besteht immer. Das stimmt. Ja, dann können wir hier hinlümmeln. Blutgubert. Wollen wir die weghauen? 7, 8. Ist es, glaube ich, wert, oder? Dann haben wir diese Runde einen Blutgubert. Nimm ich noch so eine Divine Potion mit? Ich fand die ganz geil, muss ich sagen. Also die hat relativ wenig gemacht, aber wenn wir eine haben, die kann man auch noch umbauen, oder? Die Divine Potion. Daraus kann man, glaube ich, noch eine... Kann man daraus nicht so eine Holy Potion machen oder sowas? Oder liege ich da falsch? Nee, kann man nicht.
Nehmen wir die mit? Nee, ne? Ich glaube, eine reicht. Aber wir haben ja die doppelte Puppy-Waffe. Und das Lustige ist, die Puppies geben mir auch Lifeskill. Yo, der hat den Stab. Also der Puppy, wir haben ja Lifesteal. Wenn ich mit einer Melee-Waffe haue, bekomme ich Leben. Und diese Dinger hier, die Puppies zählen als Melee-Waffe. Der Courage-Puppy. Was eigentlich ganz cool ist. Also habe ich Zombie-Hunde, wenn du so willst. Vampir-Hunde. Da sind meine Tränke, die nochmal aktiviert werden, habt ihr gerade gesehen. Da habt ihr gerade die... Weiß ich, ob ich es nochmal zeigen kann. Nee, fliegt leider nicht normal. Die wollten gerade nochmal aktiviert werden. So, ein Blutgubbert, da wird der nächste Puppy gebaut. Käse. Oh, sehr gut, eine Potion Belt. Und hier ist nämlich die Sache jetzt mit dem Blutgubbert. Der wird immer stärker für jedes Lifesteal, was ich habe. Und dieses Ding hier macht der Lifesteal. Ja. Auf der Basis von Herzen. Herzen haben wir eigentlich eine Menge. Machen es mal so. Noch ein Puppy. Ah, leider habe ich hier... Ich nehme sie mal mit, vielleicht finden wir noch eine. Ich meine, die können wir hier reinlegen. Und nächste Runde kommt noch der Damage Puppy mit rein. Ich nehme die Banane jetzt mit, weil sie im Angebot ist und... War die im Angebot überhaupt? Die war gar nicht im Angebot, oder? Okay, wir haben super gut die Potion Belt noch dazu. Wir haben unser Schwert, was uns Lifeskill gibt, damit die Hunde Lifeskill geben. Aber dafür brauchen wir Herz. Und Herzen bekommen wir erst, wenn die Tränke aktiviert werden. Sechs Herzen, zack, wurde aktiviert. Und ihr seht, jetzt fliegen diese Dinger rein und die aktivieren nochmal die Tränke. Zack, nochmal aktiviert. 10 Herzen, was umgewandelt wird für Lifeskill und meine Hunde und mein Gubert reinballern lässt. War trotzdem relativ knapp die Runde. Wir gehen in den Survival-Modus. Nächster Puppy. Ich müsste... Will ich den haben? Nee, ne? Ich will eigentlich gerne... Silver haben. So, der muss... Eigentlich dahin, der Puppy. Jupp, so macht's mehr Sinn. Zweites Hungry Blade brauchen wir auch nicht, ne? Wir brauchen aber auf jeden Fall noch mehr Herbs. Wir brauchen mehr Healing Herbs. Einen habe ich verkauft, das weiß ich. Ah, da habe ich das Gold gebraucht. Der Gegner hat ein Mana-Bild. Bin gespannt. Guck mal, die ganzen Hunde, die da reingreifen. Und das Ding ist, ich kriege ja sogar mehr Crit durch die Hunde. Ne? Na, vielen Dank. Ja, Retail schauen wir uns morgen an, tatsächlich. Retail ist hier morgen geplant mit dem TWW Pre-Patch. Tränke aktiviert. Wunderbar. Herzen kommen rein, Healing kommt rein. Ihr seht es. Sobald diese Herzen da sind, Healing geht sofort hoch. Wir kritten den so hart weg, den Gegner. Und da haben wir noch mehr Herbs. Herb. Noch eine Divine Potion. Also die Puppies sind jetzt sehr gut. Den können wir hier hinlegen. Und da können wir dann noch was mit reinfeuern. Perfekt. Das Herz ist super wichtig. Das Herz gibt mir alle 3 Sekunden einen Herzcontainer. Und die Herzen brauche ich für das Schwert. Ein sehr gutes Item. Ich meine, wir können ihn mitnehmen, ne, den Puppy. Gib mir ein Crit-Rating. Na, jeder Puppy, der drin ist, oder jedes Pet, gibt mir Crit. Der hat ein dickes Schwert. Oh, oh. Und eine Kitty-Cat bräuchten wir auch noch, theoretisch, ne? Der hat ein dickes Schwert. Aber nächste Runde haben wir kein Problem mehr mit Lifesteal. Lifesteal sollte sehr gut dann gehen. Wir haben ihn aber, oder? Er hat kein Stamina gehabt. Wir haben ihn sogar. Holy moly. Ich will nichts sagen. Jetzt haben wir eine Kitty im Angebot bekommen.
Also kann ich mir sogar die Kitty mitkaufen. Na gut. Die Kitty funktioniert so, wenn da 40 Gold drum sind, zum Beispiel hier jetzt, dann haben alle Items, die godly oder unique sind, zum Beispiel das Blade hier, die Hunde, 20% mehr Attack Speed. Leider zählt sie nicht als Pet. Das wäre nochmal richtig geil. So ein Herzcontainer kann ich da reinfeuern. Aber sie hat die Items drin und so passt es. Ne? Das sieht ja nicht gut aus. Der da rein, den Papi holen wir nächste Runde. Und jetzt haben wir auch, wie gesagt, alle 3 Sekunden ein Herzchen. Ja, das heißt, mein Schwert wieder ein Papi-Ding. Wie gerade eben, nur stärker, viel, viel stärker. Alle 3 Sekunden kriegen wir jetzt halt ein Herz, was wir direkt umarbeiten können zu Lifeskill. Meine Hunde müssen mich irgendwie gegenheilen. Oh, der Damage. Keine Chance. Das dicke Schwert haut zu sehr rein. So, wir nehmen auch Papi mit. Und die. Können wir vielleicht so machen. Jo. Noch einer davon. Hier ist noch so ein Ding. Das ist eigentlich eine gute Kombo, ne? Das müsste ganz gut sein, alles. Vor allem das Ding noch mit dem Alchemie-Ding. Das kommt dann da oben hin. Ich war Montag um 4 Uhr und 300 Kilometer steht heute schon sehr geil. Das klingt sehr, sehr cool. Viel Spaß dir. Hat ein sehr starkes Feuerbild. Meine Tränke sind schon weg, ne? Meine Hunde müssen jetzt irgendwie regeln. Hundis, bitte. Bitte, Hundis. Oh. Keine Hundis. Ich könnte... Ja, ich nehme auf jeden Fall den mit rein. Dann bauen wir da noch einen Hund. Den nehmen wir mit. Für noch mehr Tränke. Und das Herz müssen wir jetzt irgendwie schauen. Das ist jetzt ein Gerappel, ne? Mit dem Herzchen. Ich könnte vielleicht diese Katze umsetzen. Ah, die ist da schon sehr, sehr gut in der Mitte. Ja, die ist da sehr gut. Muss leider da bleiben. Ja, die Hunde müssen auf jeden Fall so bleiben. So, haben wir es geregelt. Noch eine Potion. Why not? Okay, wir müssen rausschmeißen eine Banane. Ich denke, es wird trotzdem besser sein so. Hoffen wir es mal. Aber wir kriegen jetzt auch nur noch die richtig krassen Builds. Ne? Unhealing Build mit sehr viel Rüstung. Hier ist der Trank, den meinte ich. Man kann ihn doch verbessern. Ja. Strong Divine Potion, ja. Also Scuff aufs Unhealing ist auch richtig stark geworden. Immer wenn man heilt, macht er Damage im Endeffekt. Ne? Also, ihr habt beides. Sehr, sehr gutes. Aber wir haben auch sehr viel Healing. Ne?
Da kommen meine ganzen Tränke. Wunderbar. Leute, die Hunde. Alles klar. Meine Hunde haben den komplett zerlegt. Was ist mein Hunde-Damage? Der hat 200 Schaden gemacht. Jeweils. Und mein Gubat auch ganz gut, ne? 96 Damage. Okay, wir haben noch einen Armored Puppy. Ich würde so gerne diesen Trank spielen, aber wir brauchen Platz, ne? Und der müsste eigentlich auch wieder rübergehen. Also wir bauen auf jeden Fall die gute Potion. Ah, bringt gar nichts mehr. Letzte Runde, Leute. Weg damit. Ah, hier. Ja, komm einfach rein. Dann müssen wir den auch nicht mehr bauen. Dann können wir den so legen. Der will eins für das, für die Dings haben. Wie kriegen wir denn jetzt ein Gold zusammen? Ist die Frage. Eine Potion vielleicht raus? Da hätten wir den Tasch aber nicht gebraucht, ne? Macht das Sinn? Irgendwie nicht. Okay, so sind wir richtig stark. Also sind wir richtig gut, denke ich. Also meine Vampir-Hund-Armee finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Mit ein bisschen Tränken. Okay, der hat auch alles. Holy moly, der hat einfach alles zusammengeworfen. 500 HP direkt am Anfang durch seine Pet. Hat aber nur 2, oder? Warte, wo kommt die Max HP her? Durch das Ding. Ist aber noch nicht aktiviert. Ah, die Amulette, okay. Bin gespannt. Meine Hunde machen halt super viel Damage, ne? Und eigentlich sollten sie auch ganz gut reinhealen. Da kommt nochmal seine Krone. Unbesiegbarkeit sollte weg sein jetzt von ihm. Meine Tränke aktivieren sich gleich nochmal. Ich habe 30 Gifte schon drauf. Das ist nicht gut. Tränke kommen rein. Jetzt kommen die Tränke rein. Wunderbar. Ich bekomme, glaube ich, seine Heilung nicht durch, ne? Der heilt sich zu sehr. Jetzt hat er sich nochmal hochgeheilt. Die Hunde sind gut, aber ich glaube, da kommen wir nicht durch. Obwohl, es war eine knappe Runde, ey. Aber sehr solide. GGs. Damage am Ende waren... Ja, die Hunde haben gut gemacht. Geheilt war Vampirism. Eine Menge Blood Gubat, die Potions. GG.